Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 5. Mai 2021. Unserem DAX ist ein bisschen schwindelig hier. Unser Mietekätzchen, das hat es jetzt ordentlich nach unten gedrückt. Er hat es ja gestern da in den Helikopter gesetzt, wo wir schon gesagt haben, das scheint ihm nicht so zu gefallen. Er sah nicht so glücklich aus. Wenn wir uns zurück entsinnen, haben wir die letzten Wochen immer wieder damit verbracht zu betonen, dass man aufpassen soll, weil noch so viele Short drin sind, dass er noch weiter steigen kann. Seit jetzt so knapp 2-3 Wochen haben wir gesagt, aufpassen, die Leute sind langsam reif, dass es wieder nach unten knallen kann, haben gesagt, vielleicht nochmal oben Stops abräumen bei 500, das würde ganz gut reinpassen, würde auch im Tageschart an diese alte Keillinie dran passen. Dann haben wir ein neues Tief bekommen, haben betont, dass jetzt ein Trendwechsel einsetzen kann, dass man das auf jeden Fall beachten sollte, dass er gegebenenfalls vielleicht nochmal einen Rücklauf bringt in den Bereich rein, um einfach die rauszudrängen, die hier oben Short ausgestoppt worden, die dann hier unten panisch einfach wieder reinspringen, dann nicht mehr so viel Kohle haben, hier ihre Stops wegknallen und so weiter, haben uns dann damit beschäftigt, wie so eine Welle aussehen könnte, dass die vielleicht hier ein Zweierstrang hat. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass es eigentlich nicht stimmig aussieht hier, aber wenn der Boden bricht, dann bricht der Boden. Und ich denke, das hat er schon markant gemacht. Also das dürfte wirklich selbst dem Blindesten der Blinden noch gelungen sein zu erkennen, dass der DAX da drunter ist, und ich hoffe, glaube schon, dass ihr dahingehend auch gut vorbereitet gewesen sein dürftet und da jetzt nicht zu den großen Opfern zählen solltet. Denkt aber bitte dran, dass es andere gibt, die wahrscheinlich hier noch unheimlich stark long orientiert waren. Na, die das vielleicht auch gar nicht so kommen sehen haben, weil sie es einfach gar nicht betrachtet haben, weil sie vielleicht auch dieses neue Tief ignoriert haben oder nicht beachtet haben oder wie auch immer, die jetzt auf Schieflagen sitzen, weil das ist jetzt wichtig für die nächsten Tage. Wenn die nämlich jetzt auf Schieflagen sitzen, dann kriegen die jetzt ein bisschen Stress, weil das, was der DAX gemacht hat, das ist die schwächste Woche, die schwächste Tageskerze seit... keine Ahnung. Es ist bestimmt seit wir hier vor der US-Wahl da so runtergeballert sind, wo hier Lockdown-Thematik nochmal aufkam. Was war das? Ende Oktober hat es uns das so weggehauen. Also mindestens seit dort die schwächste Tagesbewegung, die wir gesehen haben. Und na klar, rüttelt das jetzt hier so den einen oder anderen durch halt. Ne? Also das ist einfach so. Wenn wir das uns ein bisschen versuchen einzuordnen, ist es vom Korrekturmuster her grundsätzlich legitim, aber wir müssen jetzt hier schon, und das seht ihr, hat unten leicht unter Riss, wir müssen aber jetzt hier schon ganz klar sagen, wir geben jetzt hier unten erstmal den Vorrang. Ne? Er ist unten rausgelaufen, er hat aber auch natürlich das Ziel angelaufen, das dürfen wir nicht vergessen, er hat unser Ziel erreicht, beide Ziele sogar, ne? Also sowohl die 9,65 als auch hier unten die 8,30 aus unserem Chart. Das heißt, die Ziele aus dem Ausbruch, die sind erstmal durch. Von unten kommen wäre jetzt ein Ausbruch natürlich sehr lecker. Ne? Das fängt hier unten am dem Tief an. Wo ist das Tief? Das ist bei 15,76, geht weiter hier über die Tiefs um die 85 müsste das sein. Ja, genau, 15,85, 15,110. Das ist jetzt hier so eine Unterstützungszone von unten. So, das heißt, das können wir jetzt hier eigentlich alles weg rüberziehen. Das ist abgearbeitet. Jetzt geht's weiter. Und da ist eben der Punkt Schieflagen halt. Ne? Jetzt kommt es darauf an, wie sind die Marktteilnehmer hier drauf? Kriegen die jetzt Schiss? Oder sagen sie sich, ja gut, das ist eigentlich hohes Niveau, nehme ich halt mal was mit. Dann kommt der hier nicht mehr richtig hoch. Das wird man sehen. Dann kriegt er bestimmt schon bei 14,965 einen auf die Fresse und dann hier oben auch nochmal. Also, so dass man hier schon sagen kann, in dem Bereich hätte der DAX jetzt natürlich schon, könnte einen auf die Klatsche kriegen halt. Ne? So, das heißt, in dem Moment, wo hier oben reingeht, deutliches Reaktionspotenzial, wie gesagt, es fängt ein bisschen eher schon an, geht hier so um den Bereich 15,70. Sagen wir mal 15,70 bis 15,110, 1,20, 1,15, vielleicht hier so im Bereich. Das wäre jetzt eine schöne Rücklaufmarke, wenn er denn Lust hat, überhaupt einen Rücklauf zu machen. Ganz so safe ist das nicht. Einzige Tatsache ist halt, dass wir schön im Channel geschlossen haben, ne? Die 9,10 per Tagesschluss. Wir hatten es, glaube ich, in unseren E-Mails, also diejenigen, die Mails von uns bekommen haben, glaube ich, auf dem Niveau hier auch nochmal gesagt, das wird bestimmt Tagesschluss 9,10 oder 8,30 oder 7,50, eine von den drei Marken, die wird er sich zum Tagesschluss nehmen. Es ist genau die 9,10 geworden, fast Punktlandung sogar. Passt halt schön, weil das lässt halt jetzt diesen Channel offen. Genau deswegen hatte ich das auch in den Updates geschrieben, zumindest für die, die es bekommen halt. dass es halt passen würde, weil so erweckt er jetzt den Eindruck, dass es halt jetzt nur eine kleine Korrektur war. Und dann kommen viele und sagen, der Dow, der ist ja nicht viel gefallen und so weiter und so fort und es sind ja bald Wahlen in Deutschland und jetzt, der kann ja jetzt wieder steigen und schwuppdiwupp sind plötzlich wieder alle Long drin und dann fällt der halt unten raus richtig. Ne? Also das hat er schön gemacht. Schön gemacht, aber trotzdem, Rücklauf ist grundsätzlich möglich. Für einen Mittwoch muss man trotzdem sagen, der setzt gerne dem Dienstag nochmal nach halt. Ne? Also nicht, der setzt nicht nach, der macht es einfach weiter, was der Dienstag macht. Ne? Der Dienstag ist oft der Vorbote vom Mittwoch. Der Mittwoch verlängert den dann einfach nur. Von daher würde ich schon ein bisschen aufpassen. Also wenn hier rote Kerzen kommen, lasst den mal noch auf die 57 vielleicht gehen und kommt auf der 57 nicht nach oben. Ja, ich würde das vielleicht so hier in die Richtung ansetzen. Ja, kommt er auf 57 nicht nach oben, dann gib ihm halt. Ne? Also dann ist da unten auch noch mehr drin. Ich mache das hier vielleicht mal so, dass das wirklich, ne, das ist wichtig. Das heißt, also wie würde ich jetzt handeln? Ne? Viele fragen immer, ja, du mit deinen scheiß ganzen Pfeilen hier, das versteht kein Schwein. In meinem Kopf sieht das immer sehr, sehr klar aus. Ich versuche es euch mal noch ein bisschen deutlicher zu klären. Also, was ich hier jetzt nicht machen würde, wäre jetzt hier long handeln halt. Ne? Für mich ist das Risiko ganz klar nach unten. Die Chartlage dreht für mich auf negativ. Das Einzige, was ich im Hinterkopf behalte, ist dieser Channel. Ich kann ja auch mal drinnen lassen. Ich ziehe ihn immer wieder hier. Hallo? Jetzt hat es sich irgendwie aufgehangen. Ey, was ist los? So. Kriegen wir das jetzt nochmal? Das hier. Oh, wartet, ich nehme kurz Maß. Sind wir bei 200 irgendwie. Also hier drüber würde ich ihn jetzt nicht mehr sehen wollen. Das heißt, ich würde jetzt hier tatsächlich dann sagen, also ab dem Moment, wo so über 1,80, über 200 drüber geht, über 2,20, dann fackelt der hier nicht lang rum. Dann startet er direkt nach oben durch, macht einen Ausbruch, geht an die 410 ran und macht später mehr. Das heißt, wir können ja hier mal ein bisschen, nee, das machen wir nicht, das lassen wir mal stehen, dass das nicht so zurecht gibt. Es ist zu viel im Chart. Da kriege ich wieder, da machen sich wieder so viele Leute lustig, weil sie es nicht verstehen, was wir tun. Aber dann muss ich durch. Dann ist es so. Ich kann das ab. Fakt ist, wir sind unten drunter, wir sind unter der Range. Unter der Range haben wir jetzt einen Drall nach unten, das ist einfach so. Wenn er jetzt anfängt, rote Stundenkerzen, dann muss man jetzt schon aufpassen. Also, sobald er anfängt, rote Stundenkerzen kommt, da kann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kerzen hinterherkommen halt. Ne? Da würde ich immer auf jeden Fall erstmal so ein bisschen zucken, ein bisschen vielleicht sogar eine Short-Position in Erwägung ziehen. Fakt ist, die Chartlage dreht hier auf negativ halt. Ne? Hat hier angerissen, hat das jetzt bestätigt und alles, was da jetzt rot kommt, ist halt eine Short-Rechtfertigung. Da braucht man auch nicht lange rumfackeln und Mutti und Papa für fragen halt, das ist dann so. Punkt. Da muss man aufpassen, dass man nicht sich selbst im Weg steht. Also auch die Bewegung halt, ne? Wenn ihr euch überlegt, was haben wir denn jetzt die ganzen Tage erzählt? Wer da wirklich die ganze Zeit dann long gegengehandelt hat, also dann nehmt das Brett vom Kopf bitte weg. Das hilft nicht halt, ne? Also da muss man schon so weit neutral im Kopf sein, dass man sich auf so eine Situation dann entsprechend eben einlassen kann, mitgehen kann. So, ich bin jetzt bei einem Punkt abgestorben und der ist hier unten halt. Da solltet ihr nämlich hier bei 57 keine Anstalten machen, da oben, dann geht der tiefer. Der geht der tiefer und zwar Richtung 410. Ob er das zum Dienstag-Mittwoch schon schafft, weiß ich nicht, aber es wäre das nächste Ziel halt, ne? Einmal hier durch die ganze Soße durchschmarotzen, ne, durch, wie sagt man, schnatzen? Ne, was sagt man? Bin ich mehr Herr meiner Worte. Ihr wisst aber, was ich meine. Also, geht ihr hier durch, es ist mir fast zu eng, ich würde ihn eher hier unten reinziehen halt, ne? Das sieht aber nicht schön aus, mein Chart. Mein Chart gefällt mir heute nicht, da sind so viele Pfeile drin. Aber das ist das, was mir wichtig ist. Ich kann das nicht reduzieren. Ich würde die hier oben gerne löschen, aber das würde ein bisschen rückwärts jetzt das verfälschen, was uns ja wichtig war. Und das war uns ja sehr wichtig. Entweder bricht die Range oben oder bricht sie unten. Ja, ich denke, das haben wir damit gut dargestellt. Die Dinger sind durch. Könnt ihr ja ein bisschen näher ranpacken, dann ist das hier fertig, der Lack. So, okay. Also, Punkt. Ich erwarte, dass wir weitere Tiefs kriegen. Ich sage es ganz klar. Ich erwarte für den Mittwoch, dass der das vom Dienstag fortsetzt. Ich glaube, dass er nach unten nochmal einen Drall reinkriegt und ich glaube, dass Erholung wegverkauft werden. Einfach, weil da oben doch einige jetzt sagen werden, naja, dann nehme ich lieber vielleicht hier nochmal Gewinne mit, als dass jetzt wirklich der DAX den Sommer durchfällt und die Werte und so weiter und so fort. Und dass wir zumindest jetzt zum Mittwoch nochmal ein bisschen Stress kriegen. Das glaube ich schon. Ja, ich glaube schon, dass der sich da nochmal, der wird sich dann auch erstmal wieder beruhigen. Das ist bloß keine Einbahnstraße. Aber ich glaube, jetzt zum Mittwoch kommt nochmal, weil die Leute es haben zu viele verpennt und die dabei waren, sind geführt alles schon wieder raus halt, ne? Also diejenigen, die jetzt sagen, ich baue jetzt hier Short auf, sind mir noch nicht über den Weg gelaufen. Eher habe ich jetzt gelesen, ja, ich baue wieder Long, ich probiere jetzt Long, ist mein erster Long heute und ich gehe jetzt Long, weil Dow Jones ist ja so stark und so weiter und so fort halt, ne? Also Das zeigt mir wieder ganz klar, ich gucke auf den Chart, ich sehe rot, ich sehe lang, rot, ich sehe Blut, ich sehe Schwäche. Und wenn ich dann gucke, was mir die Leute schreiben, und also eigentlich brauche ich euch das nicht erklären, wir haben das jetzt die ganzen Wochen und Tage immer wieder gemacht, ne? Aber wenn ich dann sehe, dass die Leute genau das Gegenteil von dem erzählen, was ich sehe, dann bestärkt es mich darin, dran festzuhalten, was ich sehe. Ne, weil dann sage ich mir, dann kommt das auch einfach. So offensichtlich, wie es dann vielleicht aus charttechnischer Sicht ist, kommt das dann einfach. Wenn alle nur dastehen und dann da nicht mehr short gehen, weil sie sagen, der ist zu weit gefallen oder der Dow Jones ist zu stark und sie müssen jetzt hier long gehen, weil ja ein Rücklauf kommen kann. Also ich weiß nicht. Ich persönlich würde es nicht machen. Also ich würde es nicht machen, Punkt. Na, ich würde versuchen, Shorts zu suchen, wenn ich Schwäche sehe. Wenn er natürlich jetzt harte grüne Kerzen nach oben liefert, die genauso schnell und dynamisch hochkommen, wie das, was da runtergekommen ist, ja, dann könnte ich mir auch vorstellen, einen Long zu probieren. Aber ich glaube, ich würde es mir erstmal angucken, ob er denn hier wieder reinkommt. Weil ich kann auch hier oben noch Long suchen. Von hier oben Long suchen ist viel einfacher dann wahrscheinlich Richtung 15.600, wenn er das schafft. Da muss ich mich hier nicht verkämpfen. Weil ich glaube, dass das eben nach unten immer wieder runtergehauen wird. Und deswegen würde ich persönlich einfach zum Short suchen, also zum Short tendieren. Ja, das soweit meine Sicht der Dinge. Seht es mir nach, dass das vielleicht ein bisschen unübersichtlich aussieht. Ich weiß nicht, wie ich es euch anderen darstellen kann, aber das sind genau die Sachen, die mir hier gerade wirklich wichtig sind. Ich möchte euch zeigen, ich glaube, wir kriegen ein neues Tief. Ich glaube, die 57 wird zum Mittwoch wichtig. Und ich glaube sogar, dass es hier unten nicht, also weiß nicht, das ist für mich so 50-50. Halt, dass er runterkommt, nochmal ein neues Tief macht, würde ich so 75% einstufen, dass er dann hier hochdreht, kurz bis hierher, vielleicht 60, aber dass nachhaltig der Bereich dann wirklich erstmal hält, glaube ich nicht. Also ich glaube, hier wird eine Reaktion kommen, aber ich denke, der Trigger, der wird dann auch brechen, wenn er dann weiterschiebt. Und dann steht er hier wieder bei 450, 4500, 410, irgendwie sowas in die Richtung, ja. Das glaube ich schon, weil gucken wir uns jetzt auch im Tagesschart an, dann wird es nochmal ein bisschen transparenter. Und oben ist es halt einfach so, das ist die Bastion, da sind wir drunter gegangen. Wenn wir da wieder drankommen, werden ganz viele, die hier übertrieben zuversichtlich gekauft haben, die gesagt haben, oh, der steigt da eh, oh, buff, hau ich nochmal was rein, long, ach, der steigt da eh, buff, hau ich nochmal was rein, long, buff, hau ich nochmal was. Die haben jetzt halt da gesessen und sich gedacht, scheiße. Und ja, deswegen kann es durchaus sein, dass die ihre Position dann halt abbauen müssen, reduzieren, ausdünnen, absichern, Risiko ein bisschen reduzieren. Und bei den großen Jungs ist es ja nur einfach so, die, wenn du mit zigtausenden Kontrakten irgendwo unterwegs bist, du kannst dich nicht einfach per Stop-Loss auf einem Zehntel, auf irgendwo so eine Kursmarke exakt platzieren. Das machen sie so auch nicht. Das geht so nicht. Das kriegst du auch gar nicht durch. Dafür ist das Volumen nicht im Markt. Aber die suchen sich dann halt solche Bereiche, solche Rückläufe, um dann eben Positionen einfach zu reduzieren, abzubauen, zurückzubauen. Und deswegen sieht man das einfach immer wieder, dass in so einem Rücklauf von unten an so eine Range-Rand dann eben Druck aufkommt und der Markt wieder umkippt. Ja, also von daher, das ist mir super wichtig und das ist für mich so die Marke, wo ich sage, alles klar, dann hat sich das erledigt, dann war das unten ein Fehlausbruch, dann hat ein Channel gemacht, Korrektur müsste fortgesetzt, geht weiter hoch. So, das sind die Punkte, auf die ich achte. Wie gesagt, primär würde ich eher unten achten. Und ich denke, damit können wir das abschließen. Zum Tageschart haben wir hier ja davon gesprochen, dass wir erwarten, dass er stand hier. Ne, könnt ihr euch noch erinnern, hier gab es ganz viel Gegenwind auf meinen Videos. Das ist doch der Feld, warum ich denen sage, dass er steigt und so weiter und so fort. Da gab es richtig Beef teilweise, also wirklich auch mit persönliche Beleidigung, das war sehr interessant. Seitdem haben wir das auch ein bisschen forciert, haben da immer wieder deutlicher drüber gesprochen, dass man da ein bisschen drauf gucken soll und so weiter, wie die Menge denn unterwegs ist. Ja, haben gesagt, dass ich hier hochgehen kann und dass er gegebenenfalls eben auch nach hier oben dran springt, wenn es denn ihn eben raushaut. So, von hier sollte dann ein größerer Zurücksetzer einkommen. Da haben wir gesagt, das ist auch noch legitim, dass sie einmal dran gestoßen hat, solange der eben nicht drüber geht und da ist er noch drin. Und das sehen wir, er ist noch nicht an seinem Ziel. Er ist hier, was das letzte Hoch angeht, auch noch nicht drauf gewesen. Na, es passt zwar so knapp, aber ich könnte mir vorstellen, da kommt jetzt noch was. Und ganz im Ernst, wenn ich die rote Tageskerze sehe, und ich sehe, wie die aus dem Band rausgeht, erinnert euch mal, was habe ich gestern im Video gesagt? Was haben wir gestern zu dem Tag gesagt? Wann passieren solche Tage? Was haben wir gestern gesagt? Gestern haben wir gesagt, so ein Tag, und nicht ausgedacht, das haben wir wirklich so gesagt, gestern so ein Tag bereitet vor, dass der Markt wieder richtig Strecke macht, oben wie unten raus, also wenn da kein Fehlausbruch kommt. Ich habe gesagt, dass das meistens nicht direkt kommt, ne, sondern dass da erstmal ein Fehlausbruch kommt und das sieht mir nicht aus wie ein Fehlausbruch. Ne, aber es steht Bewegung an. Und ganz egal, ob ihr jetzt komplett auskontert und hier oben Trigger und er rennt bis 15.600 durch oder er zieht jetzt hier unten raus, aber die Bewegung wird kommen. Ne? Das heißt, das, was ich gestern gesagt habe, hinsichtlich Phasenwechsel, hinsichtlich Stop-Loss, Risikomanagement, das ist wichtig. Ihr müsst darauf achten. Ne? Sonst verliert ihr die ganzen Gewinne wieder, die ihr vielleicht in den letzten 6 Monaten gemacht habt. Ne? Wenn man sich da nicht anpasst, wenn man, ich sag mal, mit so einer Grundarroganz einfach drüber geht und sagt, das betrifft mich nicht. Ja. Oder ich komme davon oder wie auch immer, was man sich zurechtredet. Also von daher, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hergekommen bin. Nee, genau, wir haben gesagt, er kann richtig Strecken machen. Und was haben wir gestern gesagt? Wir haben gesagt, richtig Strecke machen im Sinne von auch mal 5.500 Punkte am Stück durchlaufen. Das waren jetzt, stand gestern bis heute 300. 300 und ein paar zerquetschte. Ich habe gestern gesagt, nach so einem Tag wie der Montag kommen ganz gerne mal 500 bis 1.500 Punkte. Eine Richtung, one way. Ja. Und von daher wird es mich nicht wundern, wenn der Mittwoch sogar eskaliert und noch so eine Tageskatze hinterher stellt. Es würde mich aus der Situation heraus nicht wundern, wenn die hier reingeht. Da, in den Volumen-Area hier rein. Na, in diese Schmackozone da einfach. Und dann dort versickert. Einfach stehen bleibt. Na, also auch nicht wieder zurückbauen. Es bleibt einfach dort stehen. Dann macht er dort ein bisschen zur Seite, dann macht er einen kleinen Rücklauf und dann geht's weiter. Und das gucken wir uns dann aber an, wenn wir gesehen haben, was er macht. Aber das Risiko für mich persönlich sehe ich eher auf der Unterseite. Deswegen würde ich roten Kerzen zum Mittwoch schon Beachtung schenken. Na, genau wie dem Range-Spruch, den wir die ganze Zeit immer wieder erzählt haben. Also passt ein bisschen auf, das sind Bewegungen und das sind Momente im Chart, wo viele Leute immer wieder, wir sehen das ja, ich sehe das Tag und Abend, das müsst, ja, also wenn ihr aus meiner Sicht manche Dinge sehen würdet, würde euch wahrscheinlich das auch leichter glauben oder fallen, das aufzusaugen, was ich hier sage, aber das sind immer die gleichen Sachen, wo die Leute verlieren, immer wieder, es sind immer die gleichen Situationen, es fängt immer wieder gleich an und es sieht auch immer wieder gleich aus und die Leute reagieren auch immer wieder gleich in dem Moment, da kannst du die voll triggern, wie du willst, kannst du sagen, sobald die Emotionen rauskommen, weil die Positionsgröße zu groß ist, weil wieder kein Stop-Loss drin ist, reagieren alle immer wieder gleich. Immer wieder. Und das kann man einfach sich zum Vorteil so nur zu machen halt. Ne? Und als Indikator auch verwenden. Und von daher, genau, glaube ich, Risiko ist schon unten. Ich glaube, das ist unten. Ich glaube, das ist unten. Freunde, jetzt aber aus das Ding. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschö.